Hallo und willkommen zu meinem Chaos zu Hause. Heute ganz besonders viel Chaos. Ist ja nicht so, als hätte ich sonst kein Chaos. Aber ich bin gerade am Ausmisten, wie man sieht. Ich hatte ja letztens erst neue Klamotten für die Kinder gekauft. Das bedeutet auch immer, dass die Größe, die nicht mehr passt, aussortiert werden muss. Und guck mal bitte, das ist alles nur aus Claras Kinderzimmer. Sind aber auch nicht alles nur ihre Sachen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel auch sowas gefunden von mir noch. Bademäntel. Ja. Also eigentlich benutze ich die gar nicht. Ich weiß nicht warum. Ich habe tatsächlich einige Bademäntel, aber ich ziehe sie irgendwie gar nie an. Und dann habe ich hier auch noch Bettwäsche gefunden. Das kommt auf den Dachboden. Das muss jetzt keinen Platz wegnehmen in ihrem Kleiderschrank. Es war auch irgendwie einfach nur da gelagert. Aber ich wollte jetzt ein bisschen Platz schaffen und habe hier auch noch ganz normale Klamotten von ihr ausgemistet. Hosen, die nicht mehr passen, Oberteile, die nicht mehr passen. Socken, das sind meine, die müssen nicht weg. Hier ist auch noch Spielzeug drin. Und hier auch noch so ein paar Kissen. Das finde ich eigentlich ganz gut für Elisa. Das ist ja so die Zeit, wo die Kinder mit Autos spielen. Und da kommt sie auch schon, das kleine Mädchen. Und ich muss mal gucken, ob ihr das gefällt. Dann können wir das nämlich in ihr Zimmer stellen. Da kann man auch mitfahren, genau. Elisa, warst du gerade bei den Jungs drüben? Genau, da kommst du runtergerast. Übrigens ist das auch noch von Johann, als er ein kleines Kind war. Das hatte ich ihm gekauft. Da kann ich da rein. Nee, da rein kommst nicht, aber hier, Elisa, guck mal. Eigentlich ganz lustig, wenn man das hier reintut. Nein, da guck mal. Nee, nicht da oben. Hier, Elisa, hier. Und dann kann man hier kurbeln. Dann geht's hoch. Und dann kann es wieder runterfahren. Kann man sich ganz lange mit beschäftigen als kleines Kind. Also ich habe heute eh volle Bude. Es ist nochmal ein bisschen lauter als sonst. Vielleicht hört man diese Boom-Boom-Musik hier aus dem Mädelszimmer, denn die Clara hat ihre beste Freundin zu Besuch und Johann hat seinen besten Kumpel zu Besuch. Die Kinder sind jetzt also alle beschäftigt. Ich nutze diese Zeit immer sehr gerne dann zu Hause zu werkeln, wie man sieht. Also Elisa ist dann meistens eigentlich auch bei den Mädels mit am Spielen oder bei den Jungs. Sie geht dann mal hin und her, je nachdem, was mehr Spaß macht. Deshalb habe ich dann auch Zeit, richtig viel zu wuseln. Habe ich alles geschafft heute Vormittag. Jetzt wollte ich noch weitermachen in Elisas Zimmer. Da müssen auch die Kleiderschränke einmal ausgeleert werden mit ihren alten Klamotten, die nicht mehr passen. Ich wollte da auch noch mal ein bisschen Spielzeug gucken, was davon nicht mehr passt. Und was mir im Moment auch nicht gefällt in ihrem Zimmer, ist ihr Bücherschrank. Den finde ich noch absolut super. Ich bin so froh, dass wir den besorgt haben. Hier in der Ecke steht der. Aber guck mal, wie überfüllt der ist mittlerweile. Es sind einfach auch so viele Bücher drin, die entweder gar nicht mehr für ihr Alter passen, weil sie ist ja kein Baby mehr. Also so reine Bilderbücher braucht sie ja nicht mehr. Also sowas hier, weiß ich nicht. Das hatte ich ja damals gekauft. Das ist eigentlich ganz süß. Aber es sind halt nur Bilder. Macht auch Sound, obwohl das noch ganz süß ist. Vielleicht kann das noch hier bleiben. Ich glaube nicht, dass sie sich davon trennen möchte. Lisa möchte sich eh von, glaube ich, nichts davon trennen. Also hier in diesem Zimmer werde ich jetzt auch noch ein bisschen aufräumen und Kleiderschrank entleeren. Und ich dachte, ich nehme dich ein bisschen mit, weil ganz viele mir schon gesagt haben, dass sie das super toll finden und dann selbst motiviert sind, auch zu Hause aufzuräumen, umzuräumen und. Lisa möchte dir Stiefel zeigen. Die haben wir auch gefunden bei Clara. Die passen ja nicht mehr. Aber die werden nicht aussortiert, weil die. Das ist mein. Da Genau. passt da rein. Ein bisschen groß für Elisa. Aber sowas behalten wir natürlich. Guck, Also da passt Gummistiefel. da rein. Passt das schon rein? Ja. Ein bisschen noch zu groß, oder nicht, Elisa? Nein, das ist Elisa. Okay. Da passt es da rein, war, als ich groß bin. Wenn du groß bist, ja, ein Haar von mir. Findest du dich schön? Finde ich schön, Elisa. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, Mami. Guck mal hier. Oh. Hier ist das Bobo-Buch von Elisa. Guck mal, was ich ihr jetzt gekauft habe. Ein eigenes Lesezeichen für Elisa. Ist das nicht süß? Das hat Clara ihr ausgesucht. Das passt ganz toll zu ihren Bobo-Büchern. Ich habe jetzt noch mal ein Bobo-Buch gekauft, weil Elisa die so mag. Kann ich wirklich empfehlen für Kinder ab 3 Jahre. Ist das richtig toll. Was ist, hey? Mami erzählt gerade von deinem Bobo-Buch.
Ich habe hier jetzt noch die Folge gekauft, irgendwie im Garten oder sowas. Fand ich auch ganz schön. Passt ja auch. Sind wir auch oft. Hier kann man doch pieken. Oh, guck mal, jetzt hast du direkt das Buch gefunden, was ich überlegt habe, auszusortieren. Hier kann man doch piep. Piep, piep. Piep, piep macht das Vögelchen, ne? Die kleine Küken. Der macht da piep, piep, piep. Genau. Dann räume ich mal hier ein bisschen. Guck mal, Eier sind die. Und lass die Kamera laufen. Mami, was machst du da an meinem Bett? Ich mache mal dein Bett, ne? Kann man schön machen. Oh, okay, Flummi hier im Bett. Das Trinken. Guck mal, Mami, das geht nicht. Guck, da geht nicht. Was geht nicht? Das hier. Musst du rausziehen, Schnüppchen. Huch. Ah, guck mal, hier ist wieder so ein Aufkleber von dir, Elisa. Wo soll der hin? Willst du selber machen, Elisa? Wo soll das Vögelchen hin? Dahin, okay. Wie man sieht, hat Elisa ihr Bett beklebt. Das hat sie alles selber beklebt. Und das hier komme ich nicht rein. Genau, denn die Kleber hat sie hier sich selber von der Wand runtergeholt. Das ist ja ihr Wandtattoo, das wir mal für sie gemacht hatten. Und da hat sie sich die Vögelchen und alles runtergeholt und dann an ihr Bett beklebt, weil sie das anscheinend schöner findet. Ist das nicht süß? Und das Band, das klebt alles weg. Ja, sieht doch gut aus, Elisa. Lebt er nicht mehr so gut, oder was? Nein. Ja. So, das geht. Möchtest du zu Clara? Okay, Elisa ist jetzt wieder bei den Mädels. Ja, ich finde das total süß, dass sie das macht mit den Aufklebern. Es ist ja jetzt gerade ihre Aufklebezeit, deshalb hatte sie ja zum Geburtstag dieses Aufklebebuch bekommen. Von der Peppa. Hier sind noch die ganzen Aufkleber. Können die auch immer wegträumen. Das ist ein Kaktus. Und das hier hatte sie auch im Kindergarten gebastelt. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das schon gezeigt habe. Das ist alles Müll. Das ist hier schon leer. Da sind noch ein paar Stifte. Es sind alle ihre Stifte hier im Korb drin. Das war auf jeden Fall eine gute Idee. Also falls du nicht weißt, wo man Stifte am besten unterbringt, hol dir einfach einen Korb. Da kommt alles rein und gut ist. Da sind noch ein paar Tonis drin. Das ist mittlerweile so viele, dass das gar nicht mehr da oben alles hinpasst. Aber ich glaube, sie hat hier auch ein paar von dem Großen mit dabei. Ich habe Stifte. Deine Stifte, ne? Müssen wir ein bisschen sortieren, Lisa. Sind ja noch ganz viele Figuren drin. Da ist noch eine. Bibi und Tila. Da ist auch noch eine. Das noch. Auch nicht rein. Das ist Müll. Guck mal, das ist der Müllhaufen, Elisa. Schnipsel. Hilfst du, Mami? Beim Sortieren? Oh. Was ist denn? Ein Turm. Huch! Turm? Was ist jetzt los? Was kleinen Kindern so immer plötzlich durch den Kopf geht. Hier gibt's Elefanten. Ach so, deine Box hast du jetzt geholt. Warum hast du denn drei Spitzer, Elisa? Sind das nicht die von Johann und Clara? Nein, das sind die Lisas. Stimmt, das sind die Großen hier. Die packen die großen Stifte rein. Die restlichen Stifte. Ich habe jetzt einmal aussortiert. Jetzt sieht das schon ein bisschen geordneter oder weniger aus. Jetzt kommt noch der Rest rein. Es waren nämlich noch mehr Stifte, Elisa. Ganz viele Farben hast du. Guck mal, jetzt ist noch ein Pinsel drin. Ich habe schon einen Pinsel. Guck. Ich habe jetzt einmal ihre ganzen Figuren aufgeräumt. Also das sind eigentlich so die, die sie sich anhört. Dann hat sie noch diese hier, aber
Das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh für sie. Deshalb packe ich die erstmal so weg. Hier kann sie wieder schön malen. Ich werde ihr gleich noch so ein paar Blätter hier hin tun. Und ich wollte diese Ecke einmal anders machen, weil da die Küche hinkommen soll, die jetzt einfach nur irgendwie vor dem Bücherschrank steht. Das ist alles so kuddelmuddelig hier. Ja, ihr Zimmer ist halt so klein. Deswegen muss man immer ein bisschen gucken, wie viel Spielzeug macht man überhaupt hier rein und was passt wohin. Also diese großen Wimmelbücher, vielleicht kennst du die, sind eigentlich gar nicht so beliebt bei uns. Die haben wir alle geschenkt bekommen, deswegen haben wir sie hier. Küche fällt auch so halb auseinander, so ein bisschen wackelig. Das ist von Johann. Ich glaube, ich muss mal die Schrauben anziehen. Geht das überhaupt? Ist das denn so wackelig? Ich glaube, es ist einfach allgemein ein bisschen instabil. Das ist so ihre Kiste mit Kochutensilien, so ein Pizzaschneider, Pizza. Pizza, ganz wichtig. Lisa mag ja ihre Pizza. Hat hier auch wieder so ein paar Figuren dabei, die nicht reingehören. Cool. Ach, guck mal, hier ist der Würfel. Den suche ich schon ewig lange. Das gehört auch nicht hier rein, das auch nicht. Ich suche jetzt einmal ihre ganzen Küchensachen raus, damit ich sie da unten reintun kann. Das ist alles so kuddelmuddelig hier verteilt. Die Duplo-Sachen müssen in diese Kiste. Oh, ich glaube, das ist ein Teil von einer Gurke. Ne, von einer Mohrrübe. Oh, hier sind die Toasts. Oh, gar nicht so einfach hier. Oh. Jetzt habe ich es gefunden. Weißt du, was das ist? Das sind die Angeln fürs Angelspiel. Sie liebt ja Angelspiel. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo sind denn ihre Angeln? Hier sind ihre Angeln. Und sie sind immer so zerfleddert. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt nochmal auseinander. Gott, wie kriege ich jetzt diesen Knoten hier raus? Oh. Jetzt bin ich erstmal 2 Stunden lang damit beschäftigt, diesen Knoten aufzubekommen. Ich krieg es hin. Drück mir die Daumen, ja? Johann! Ja? Was macht ihr da? Ärgert ihr die Mädels? Ach, Johann! Ja? Ihr sollt nicht die Mädels ärgern! Wirklich? Ihr sollt nicht die Mädels ärgern! Ich glaube, ich habe es gleich geschafft. 5 Stunden später präsentiere ich dir dieses Dinger. Auseinandergefädelte 4 Angeln. Ich muss mir irgendwie was einfallen lassen, dass sie nicht ständig aneinander fädeln. Wir machen das nämlich immer so. Und dann legen wir sie in den Karton rein, aber wenn Lisa die alle rausholt und wah, wah, wah macht, dann hängen sie alle direkt wieder aufeinander. Johann? Ja? Muss ein bisschen gucken. Was macht ihr? Okay. Okay, die Jungs gehen jetzt raus, das ist gut. Die Mädels sind nämlich noch im Zimmer. Ich glaube, die Jungs wollten noch Wasserpistole machen. Also hier sind auf jeden Fall so ein paar Bücher drin, die ich aussortieren kann. Sowas wie das hier. Also wenn es wirklich nur noch so ein einzelnes großes Bild ist, dafür ist sie wirklich schon zu alt. Schließlich ist sie ja jetzt Bobo-Liebhaberin. Solche Bücher sind leider schon halb kaputt. Obwohl die eigentlich ganz gut waren. Also da kann man so die Farben lernen mit Grün. Und dann kann man hier noch was rausziehen. Das ist auch mal ganz spannend für die Kinder, wenn man was rausziehen kann. Ich glaube, ich hole jetzt erstmal alles raus und dann schaue ich mal, was wir davon noch hier oben behalten. Also, kennst du das hier? Das ist ganz lustig. Dieser Elefant mit seinem Rüssel, der so kaputt ist und dann redet er ganz lustig. Das sind so Märchen, also der gestiefelte Kater. Ich dachte erst immer, es ist ganz schön, irgendwie, wenn die Kinder so Märchen hören. Und dann haben wir ganz viele Märchenbücher gekauft, aber das sind ja alles total gruselige Geschichten. Also was da so alles passiert oder was da so für Charaktere drin sind.
Eigentlich sind das Gruselgeschichten, also deswegen haben wir Abstand genommen von Märchengeschichten. Das hier sind so ihre Lieblingsarten von Büchern mit Sound. Ist auch nicht viel Text, aber es ist halt hübsch anzusehen. Ich verlinke sie auch nochmal unten, da fragen mich immer ganz viele nach, woher ich die habe oder wie die heißen. Davon gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene. Das hier mag sie auch gerne, solche Bücher. Da erzählt sie sogar schon richtig mit immer und zeigt und weiß schon, was passieren wird. Johann? Was macht ihr, Jungs? Wir fragen sie nur. Was denn? Ob sie mit uns Wasserschlacht machen. Weil ihr sie abspritzen wollt? Ja, keine Ahnung. Jungs? Ja. Möglicherweise. Hanna hat aber kein, keine Lust? Badeanzug. Ach, kein Badeanzug? Ja. Oh, kann stimmt. Man doch, haben wir doch die Unterhose von Hast du Wechselklamotten? Ja. Hast du dabei, naja. Die Jungs Badehose sind gut ausgestattet. Badehose und Wechselklamotten. Ihr Jungs, dann bespritzt euch mal lieber einfach nur gegenseitig, ja? Anstatt hier die Mädchen dazu zu holen. Hey, Clara! Was flüstert ihr? Ihr sollt nicht flüstern von mir. Ich werde alles erfahren. Also die Kinder haben Spaß. Genau das meine ich damit. Dann sind sie alle miteinander beschäftigt und ich habe Ruhe zu räumen. Ich glaube, das hier ist auch ein Sticker. Genau, das ist hier auch mit Stickern. Ja. Kommt in die Bastelabteilung. Also wenn ich das hier alles ordentlich sortiert habe und ordentlich aussortiert habe, dann zeige ich dir das Nachherbild. Das ist immer am schönsten zu sehen. Was ist los, Clara? Also, Jörn und Bärtchen haben Hannas Schuhe nass gespritzt und wollten mich nass spritzen und haben auch mein Fenster nass gespritzt. Wie haben sie denn da oben hingespritzt? Ach, mit Mädels. Wasserpistolen. Und nun? Und ich wollte ihn heimzahlen und dann hat John mich mit einer Wasserpistole gejagt. Und nun? Da holt euch auch Wasserpistolen, oder wie? Deine Haare sind also, nass. Wir wissen nicht, wo Wasserpistolen sind. Das ist das Problem. Bist du sehr nass geworden? Ich bin so schnell gerannt, dass er mich nicht gekriegt hat. Aber das Fenster ist sehr nass geworden. Das ist nicht so schlimm, wenn das Fenster nass wird. Es wird ja auch bei Regen nass, Mädels. Wenn der es geht los draußen, ne? Jungs hatten ja eigentlich gesagt, nein, machen sie nicht. Und dann... So sieht der Bücherschrank jetzt aus. Also das sind die Bücher, die bleiben dürfen. Ich habe gut aussortiert. Der Bücherschrank fasst aber auch wirklich sehr, sehr viele Bücher. Also da kann man richtig gut stapeln. Aber das sind die Bücher, die wir nicht mehr brauchen. Hast du vielleicht eine Idee, wo man Bücher spenden kann? Das würde mich mal interessieren. Ach so, und guck mal, was ich hier noch gefunden habe. So ganz alte Bücher von Justus. Hans Wundersam. Was hat er hier noch? Der Geburtstag. Okay, das ist, sagt mir jetzt nicht so viel. Pitschi. Also ganz, 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 ganz alte Bücher. Das sieht man auch an der Schrift und an den Zeichnungen. Oh, das ist aber auch wieder so, ne? Ein bisschen gruselig. Ja. Jetzt ist nur noch der Kleiderschrank dran. Guck mal, die Kleidung stapelt sich schon hier oben, weil ich sie gar nicht mehr in die Schubladen reinkriege. Die sind nämlich schon so, auch schon total überfüllt. Auch die ganzen Sachen, also ja, bei Kleidung. Da finde ich immer so, so schöne Sachen. Deswegen haben meine Kinder so viele Sachen. Da müssen wir auf jeden Fall einmal ran. Und guck mal, neue Socken hat Elisa auch gerade erst bekommen. Die liebt sie ja. Die findet sie total schön. Mit Glitzer. Ganz viele Sachen habe ich jetzt auch von Clara schon hier, die ihr jetzt passen würden. Okay, habe ich das hier. Das passt ihr bald, ne? Oder sogar jetzt schon. Mal gucken die Größe, weil Elisa trägt jetzt 104. 98, 104, genau, also 104. Guck, die habe ich sein. Das ist auf jeden Fall so eine Hose von Clara noch. Nein, das ist Elisas. Ja, jetzt ist es Elisas. Ich sortiere jetzt nach Langarm, Kurzarm, genauso wie bei den Hosen und etwas dünnere Kleidung und etwas dickere. Das Wetter ist heute wieder so ein bisschen. Es wird bestimmt bald wieder kühl. Mami, hey. Hey? Was ist Elisa? Achso, und ich sortiere noch nach Kleidchen, weil Elisa hat extrem viele Kleider. Genauso wie Clara auch. Also wir mögen das ganz gerne, wenn die Mädels schöne Kleider tragen. Guck mal. Das ist ein Kleidchen Kurzarm. Das kommt jetzt auf einen Haufen, den ich jetzt mache, ja? Ich habe jetzt diesen riesigen Haufen
aussortiert. Das sind alles Sachen, die ihr jetzt nicht mehr passen von der Größe her und auch ganz viele Sachen dabei, die Clara sogar noch anhatte. Dann habe ich jetzt hier schon viel mehr Platz drin, wie man sieht. Hier sind so die Hosen und Sockenschublade. Habe ich hier die Kleidchen und Oberteile. Das ist hier ihr Seidenkleidchen aus China. Das liebt sie total. Noch ein Zimmer fertig bekommen. Oh, nimmt doch schon ganz schön viel Zeit ein, wenn man sich so vornimmt. Heute sortiere ich aus. Heute räume ich mal alles weg, was wir nicht mehr brauchen. Ich bin froh, dass ich das Zimmer jetzt hier auch fertig habe. Jetzt kommt das nächste Zimmer dran und dann bin ich auch durch für heute. Aber ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.